Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur 35. Folge Ravenport im Landwirtschaftssimulator 19. Ja, gestern hier auf dem Feld angefangen, auch Soja einzusehen. Heute werden wir fertig. Unkraut ist schon einmal durchgeballert durchs Feld, da können wir nochmal beigehen. Wir werden jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, ganz schnell Feld 1, müssen wir glaube ich spritzen. Mit Striegeln dürfte da glaube ich nichts mehr sein. Ja, kostet natürlich erstmal gleich wieder Geld. Ist blöd. Aber was wollen wir machen? Lässt sich nicht ändern. Wobei, wenn wir Glück haben, sieht man das Spritzen auf Feld 1 wenigstens halbwegs vernünftig. Ja, jetzt haben wir das hier gleich durch. Jetzt haben wir hier auf den Feldern ja echt gerade eine Menge zu tun. Müssen alle von Unkraut befreit werden. Das hier muss auch noch gedüngt werden. Dann denke ich, können wir Feld 3 wahrscheinlich auch das demnächst düngen, wenn wir hier mit Unkraut fertig sind. Dann dürfte genug Zeit verstrichen sein, dass wir auch Feld 3 das zweite Mal düngen können. Und ich gehe auch davon aus, dass Feld 3 und 2 weitestgehend in derselben Wachstumsstufe bleiben, sind und bleiben. Dann können wir hier auch noch düngen. Also haben wir auf jeden Fall gerade wieder mächtig zu tun. Feld 1 wird ja auch irgendwie fertig sein zum Ernten bald. Was mich ein bisschen irritiert, das ist mir mal so aufgefallen oder eingefallen. War Feld 1 nicht schon fertig gewachsen? Also ich meine, das war schon fertig. Und da habe ich gesagt, naja, warte, wir machen erstmal hier und dann gehen wir es ernten. Ist da irgendwo wieder so ein Speicherfehler zufällig passiert? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, was mit Feld 1 war. Also ich meine, ohne dass ich jetzt wirklich nachgucke in den Videos, dass das schon fertig war. Aber gut, wir haben Zeit. Und auch sowieso gerade mehr als genug zu tun. Von daher ist es ganz gut, wenn das noch nicht fertig ist. Und sobald wir keine Feldarbeit mehr haben, können wir endlich mal losziehen und uns die Schafe holen, die ich eigentlich schon längst hätte haben wollen. Ich mich ja dann dazu entschieden habe, dass wir kurz die Felder hier wieder fit machen, dass die wachsen, während wir uns die Schafe holen. Weil das dauert ja auch, ich glaube, 10 Schafe oder so, was wir transportieren können, bis wir 80 Stück geholt haben. Also 8-mal losfahren, wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern. Okay, dann schnappen wir uns erstmal die Feldspritze. Die können wir mit dem Fendt machen. Müssen wir sowieso, denn das ist ja der einzige, wo wir Pflegebereifung drauf bekommen. Ja, und nach wie vor vermisse ich noch die Wendeschaltung und das automatische nach hinten gucken. Da habe ich tatsächlich leider noch nichts zu gefunden. Nichts, was funktioniert auf jeden Fall. Ich habe zwar eine Mod drauf, die sich Keyboard Steer nennt, aber ganz offensichtlich scheint die nicht zu laufen. Dann parken wir auch fix noch ein hier. Aus. So, dann haben wir den hier. Da ist eh gerade nichts dran. Das ist perfekt. Kein Gewicht, kein Frontlader. Ja, haben wir dafür überhaupt ein Gewicht? Ich glaube, ich hatte mal eins gekauft. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Okay, wir haben 1300 Liter noch. Und ich glaube, dass die Spritze hinten leer ist. Bis wahrscheinlich müssen wir losfahren. Ja. Ja, mit den 1300 Litern. Sagen wir, obwohl, das Feld ist klein. Vielleicht haben wir Glück und das reicht. Und dann sollten wir auf jeden Fall losfahren. Ja. Ach Gott. Kommt das auch noch dazu. Und wie immer haben wir wieder keinen Ballenanhänger, weil ich den ja gebastelt habe zu einem Kipper.
Was aber auch kein Problem ist, wir können ja jederzeit kostenlos wieder zu einem Ballenwagen machen. Ja gut, wir werden nicht sehen, wo wir schon gearbeitet haben. Das ist unglücklich. Aber das sollte eigentlich relativ zügig gehen, wenn ich mir das gerade so angucke. Wobei, Moment, Moment, was ich mal eben gucken möchte. Ist denn jetzt hier wirklich Unkraut drauf? Ist gar kein Unkraut drauf. Weil wir das schon mal weggespritzt haben. Gut, hat sich gerade erledigt. Das fiel mir nämlich jetzt gerade eben wieder ein, dass ich das jetzt schon, ah nein, schon mehrfach beobachtet habe, dass es teilweise gar nicht auf den, auf einigen Feldern, also auf Feldern, wo man es schon mal weggemacht hat, dass es da gar nicht wieder nachwächst. Gut, ich bin beruhigt. Wir haben uns wieder was gespart. Sehr schön. Dann würde ich jetzt natürlich auch nicht die Spritze benutzen für die beiden Felder, obwohl es deutlich schneller gehen würde. Wegen mehr Arbeitsbreite und so. Kostet aber auch eine ganze Ecke mehr und wir müssten erst losfahren, die Tanks auffüllen. So, dann packen wir das hier mal wieder ein. Hängen wir uns den Striegel hinter. Können wir schon mal gleich dran machen. Dann brauchen wir nicht dreimal hin und her wenden. Und ab dafür. Ja. Ja, nach der Folge ist auch meine Aufnahmesession schon wieder beendet. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das in der letzten Folge erwähnt? Keine Ahnung. Falls ja, hört das jetzt doppelt, denn ich werde heute nur zwei Folgen aufnehmen, da ich mir einen neuen Monitor gegönnt habe. Und ich dafür eigentlich hier einmal komplett umräumen muss, umräumen, umbauen muss. Und da am Wochenende meine Zeit eh schon so knapp ist und ich halt trotzdem abends streamen möchte, muss ich zusehen, dass ich das jetzt irgendwie noch, ja, mehr oder weniger heute Abend, heute Nacht auf die Kette kriege. Damit ich am Samstag spätestens wieder streamen kann. Sprich, also für euch, wenn ihr die Folge seht, heute Abend. Ja, gut, striegeln, striegeln, striegeln. Und dann freue ich mich auch schon drauf. Ist jetzt ein Gaming-Monitor. 27 Zoll, 144 Hertz, WQHD, hat der ISA, ist halt diese Auflösung von über 2560 mal 1440. Ich glaube, so war das. Ja. Hat leider aber auch, wie all meine anderen beiden Monitore, keine VESA-Vorrichtung, also ich kann alle drei Monitore nicht irgendwann mal an der Wand aufhängen. Was im Grunde aber auch wiederum eigentlich völlig Pelle ist, weil da ich die beiden schon nicht aufhängen kann, das wären die beiden wichtigeren, die eigentlich an die Wand müssten. Und der neue Monitor könnte theoretisch locker flockig in der Mitte stehen bleiben. Hat sich das sowieso alles erledigt. Ich muss gucken, wie ich das umbaue. Und wenn ich damit fertig bin, dann werde ich mal nach Beleuchtung schauen. Und eventuell gucke ich dann mal, ob Greenscreen oder nicht Greenscreen. Wenn meine Kamera das halt noch hergibt vom Bild her und das auch alles vernünftig aussieht, ich habe damit ja schon mal ein bisschen rumprobiert, klappt auch eigentlich alles einwandfrei. Habe halt nur das Problem, dass es
mit der Beleuchtung noch nicht so geil ist, da müsste ich mir tatsächlich mal Softboxen für holen. Zwei am besten und hab auch schon, gibt's im Set gar nicht so teuer, wie ich mal ursprünglich vermutet hatte. Kostet auch Geld, aber nicht so ultra teuer. Ja. Und dann würde ich das halt gerne nochmal ausprobieren, bevor ich mir ein Greenscreen kaufe. Oder eventuell mir eine neue Cam zu holen. Da bin ich aber noch nicht, also von der Cam selber, ja, bin ich überzeugt. Das wäre die Logitech C922. Die macht ein wirklich gutes Bild für das Geld, was sie kostet. Und sie hat die Funktion, dass man auch dort den Hintergrund verschwinden lassen kann, komplett ohne Greenscreen. Da bin ich halt im Moment, ja, ein bisschen am gucken, wie gut ist die Qualität, wie gut funktioniert das. Das müsste man einfach mal ausprobieren. Also letzten Endes, wie gesagt, ich will mir kein Greenscreen kaufen, wenn ich hinterher doch die Kamera benutze, weil das sehr gut funktioniert, dann kann ich mir den Greenscreen sparen. Ich werde mir die Kamera aber auch nicht holen, wenn es mit meiner soweit noch alles super klappt. Dann werde ich mir nur einen Greenscreen holen, dann spare ich mir das Geld für die Kamera erstmal. Wobei, dann würde ich mir irgendwann auch, wenn ich eine neue Kamera mal hole, dann würde ich halt auch tatsächlich eine andere nehmen, weil ich diese Funktion ja nicht mehr brauche, würde ich halt eine nehmen, wo wirklich ein gutes Bild bei rumkommt. Ein richtig gutes Bild. Ja, mein PC werde ich auch noch mal etwas optimieren. Ich werde mir da nächste Woche, habe ich Urlaub, 2 Wochen eigentlich sogar. Und dann werde ich mir nochmal eine M2-Festplatte holen, eine 500 GB. Jetzt habe ich nur eine SSD drin und eine normale HDD. Die SSD hat nur 250 GB und die wird mir gerade ein bisschen klein. Mit LS17, mit LS19 und sämtlichen Mods dafür. Wobei ich den LS17 eigentlich auch deinstallieren kann. Dann hätte ich wieder eine Menge Platz und auch die Mods könnte ich theoretisch runterschmeißen, weil ich glaube, eigentlich werde ich es wahrscheinlich nicht mehr anspielen. Warum sollte ich auch? Gibt eigentlich keinen Grund dafür. Aber mal gucken. Ich lasse es erstmal zur Sicherheit noch ein bisschen drauf. Oder ich werde mir zumindest die Spielstände mal irgendwo safen. Die Mods vielleicht noch irgendwo als Sicherung behalten. Aber ansonsten erstmal von der Hauptfestplatte runter, dass ich da wieder Platz hätte. Aber nichtsdestotrotz will ich mir eine M2 zulegen. Mit einer Menge mehr Platz. Und ja, dann muss ich da auch nochmal dran rumbasteln. Also steht einiges an. Ich habe noch ja, das ein oder andere an Verbesserungen vor, um die Qualität der Videos, des Streams nochmal ein bisschen hoch zu pushen, wenn es funktioniert. Mikrofon wird noch eine Weile dauern. Da muss ich mich halt tatsächlich in diesem ganzen Audiobereich erstmal schlau machen und ich glaube, dann brauche ich auch nochmal eine Stange mehr Geld. Für ein vernünftiges Mikrofon mit ein Audio-Interface. Mischpult werde ich ja mal gucken, ob ich es überhaupt noch brauche. Ich habe schon mal so ein bisschen nachgeguckt. So wie mein Setup im Moment ist, würde mir das Mischpult gar nicht wirklich was bringen. Deswegen, ja, sollte ich aber vielleicht doch tatsächlich irgendwann manchmal dazu entscheiden, den Discord oder sowas auf den anderen PC, den ich noch habe, zu verlegen. Dann wiederum wäre ein Mischpult nicht schlecht, weil dann könnte ich halt in Streams oder wo auch immer Discord separat runterregeln. Was im Moment leider nicht geht. Aber das ist erstmal noch ein anderes Thema. Da muss ich dann halt einfach mal gucken. Wie gesagt, erstmal steht jetzt im Vordergrund die M2-Festplatte, mein Monitor anschließen, hier alles umbauen, umräumen, die Softboxen. Die, denke ich, machen so oder so einfach eine vernünftige Beleuchtung mit dem Licht. Wie es jetzt gerade ist, geht das ja eigentlich schon. Ich hätte es halt aber gerne noch ein bisschen besser. Bessere Ausleuchtung. Und ich glaube, dann dürfte das mit dem Greenscreen auch funktionieren. Wobei, wie gesagt, dieser Ausschnitt, hier, wo sind meine Finger? Hier, das hier, bisschen, was hier eigentlich ist, dafür lohnt sich kaum den Greenscreen. Da muss ich einfach mal gucken, wie ich das hinkriege, weil, wenn ich noch weiter wegzoome, dass der Ausschnitt größer wird, wird auch natürlich mein Gesicht kleiner und ihr könnt irgendwann nichts mehr sehen von mir. Mache ich allerdings den Greenscreen ran, könnte ich mich natürlich wieder noch ein bisschen größer machen. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Muss ich mal gucken in Zukunft. Ich werde auf jeden Fall noch eine Menge basteln hier. Und Geld ausgeben.
ist alles sehr kostspielig. Aber wie gesagt, ich habe da halt wirklich Spaß dran gefunden. Ich habe da Bock drauf auf Stream und Videos machen. Und das auch in einer. Ja, ich hab halt auch eine gewisse Ansprüche an Qualität, die ich gerne liefern möchte. Dass das nicht von heute auf gleich geht, ist halt ganz klar. Ich denke, müssen wir nicht drüber sprechen. Kostet halt alles einen Haufen Kohle. Geld wächst nicht auf Bäume, muss auch erstmal verdient werden. Und dementsprechend kommt das alles nach und nach. Und je mehr ich auch dazu lerne, umso mehr weiß ich auch, worauf es ankommt. Was brauche ich vielleicht? Denn wenn man alles so schnell kauft und macht und tut, dann kauft man vielleicht in der doppelt und dreifach, weil man die ein oder andere Investition getätigt hat, die vielleicht gar nicht so toll war, weil man schnell was haben wollte und hinterher war es gar nicht passend für den Zweck oder hat nicht die Qualität geliefert, die man gerne wollte. Daher machen wir mal geschmeidig langsam. So. Ja, viel gequatscht. Und ich sehe auch, Folge ist schon wieder eigentlich rum. Ich mache mit euch eben das Feld hier noch durch. So, dass wir dann nächste Folge einmal drüber düngen können. Und dann machen wir Feld 3 von Unkraut fertig. Von voll Unkraut fertig. Von Unkraut befreien. Ich glaube, ich spreche es mal so aus. Mit dem Unkraut fertig. Ja. Ja, und ich freue mich halt auch schon mega auf meinem Monitor. Ich bin gespannt, wie das Bild ist. Zumal ich jetzt auch dann mal die Gelegenheit habe, werde ich wahrscheinlich nicht dauerhaft nutzen. Ich werde es mir gerne mal angucken, wie es ist, LS auf drei Monitoren zu spielen. Im Stream so, wird es dann sowieso nicht gehen, weil dann habe ich das Problem wie vorher. Wohin mit Chat, wohin mit diesem und mit das und mit jenem. Daher im Stream geht das eh nicht. Ich glaube, das würde dann auch wahrscheinlich irgendwann meine Grafikkarte ein bisschen überfordern. Aber einfach mal so für mich privat vielleicht. Wenn das wirklich geil ist, vielleicht nutze ich es ja für mich einfach nur so zum Zocken. Da bin ich halt mal mega gespannt drauf. Ja, und das Umbauen des ganzen, oh, meines Raums hier, meines Zimmers, bringt halt auch den Vorteil hinterher mit, dass ich einen vernünftigen Platz habe, wo ich auch die Softboxen aufstellen kann. Und nicht mehr so schräg hier im Raum sitze, sondern dann relativ gerade. Und ich, wenn ich halt mit einem Greenscreen arbeiten will, das Ganze auch nochmal sich besser positionieren lässt und einfacher wird, das alles abzudecken. Daher räume ich hier einfach mal komplett um. Wird ein Haufen Arbeit. Sind einige Kilometer Kabel, die ich hier rausziehen muss und neu verlegen und neu stecken. So. Okay, dann haben wir das. Ja, habe ich euch auch viel erzählt. Wir haben ein bisschen was geschafft. Das ist sehr schön. Dann lassen wir den mal hier stehen. Ja, dann bedanke ich mich natürlich wieder ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid und zugeschaut habt. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Würde mir sehr helfen und ich würde mich auch riesig drüber freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin einen schönen Tag und reingehauen.